Ja, das dachte ich mir schon. Da ist die Wache. Da will ich aber nicht hin. Ich will hier zur weißen Tester. Lass mich jetzt mal sehen, was ihr anzubieten habt. Ja, komm schon. Dann werden wir einmal hier Waffenrock plus 4. 1 und 4. Was habe ich hier? 5 und 2 sind 7. Also können wir das verkaufen. Laufstiefel. Wir haben gar keine Stiefel, also legen wir die an. Liebeswerkzeug bringt uns nichts, wird verkauft. Das ist ein Katana plus 2, können wir nicht benutzen, wird verkauft. Feldspat wird verkauft. Holen wir ihn auch. Erstmal hier schön. So, da haben wir dann. Oh, guck mal, hier können wir den Stab auch mal hier mit hinpacken. Dann haben wir die alle zusammen. Langarm wird ja benutzt von uns. Was haben wir denn hier? Verteidigung stecken. Eben einmal identifizieren, verkaufen. Den Dolch können wir jetzt auch verkaufen. Genauso wie diesen Zauber können wir nicht benutzen. So, jetzt geht's hier weiter. Zepter der Auferstehung behalten wir. Eine leere Flasche können wir auch verkaufen. Stab der magischen Geschosse kann weg. Leichte Wundenheil verkaufen wir. Nicht, dass ich nichts gegen die hätte, aber... Geschicklichkeit möchte ich gerne einmal haben. So, können wir den... Ja, den konnten wir verkaufen. Das war nämlich nur für die Tür da hinten. Brauchten wir also nicht ein Pfeil. Achso, hier ist schon alles voll. Draulangschwert kann auch mal eben weg. Dann verkaufen wir mal eben die eine Fackel. So, den auch weg. Achso. Nicht fallen lassen. Ich will dich verkaufen. So. Da weg. Das kommt weg. Langschwert kommt weg. Fallen finden. Zauber. Können wir nicht nutzen. Kommt weg. Du bist nicht identifiziert. Oh, dann lassen wir das nochmal machen. Edelstein des hellen Scheins. Der Kristall scheint langes, nicht besonders hochwertiges Prisma zu sein. Wenn man Befehl so spricht, strahlt der Kristall eine von drei Sorten Licht ab. Der erste Typ entspricht etwa dem Licht einer Fackel. Der zweite Typ ist ein heller Strahl, der ein einzelnes Ziel blenden kann. Und der dritte Typ ist ein breiter Strahl, der alle im Wirkungsbereich blenden kann. Okay, verkaufe ich? Bin ich nämlich ganz ehrlich, weil, werde ich eh nicht benutzen. Wieso? Achso, null, weil, zu wenig und so. Saphir wird verkauft, so. Der Dolch weg. Weihwasser benutze ich eh nicht. Diamant kann verkauft werden. Ich finde, weiß ja, wo ich es zur Not wiederfinde. Haben wir noch einen weißen. Verstrickungsbeutel benutze ich eh nicht. Frostbolzen auch nicht. Ich sammle auch gar nicht mehr so viel. Erstickungspulver wird eh nicht benutzt. Energieschildring. Nur benutzbar von Waldläufer. Rüstungsbonus plus 2. Schutzring plus 2. Energieschild. Oh, ich wollte ihn eigentlich gar nicht verkaufen. Ich wollte ihn mir eigentlich erst näher angucken. Jetzt habe ich ihn aber verkauft. Aber. Irgendwie. Rüstungsbonus plus 2. Gut, habe ich hier auch. Dann ist ja alles gut. Denn Fußangeln benutzen wir nicht. Wurffeil plus 5. Benutzen wir nicht. Also ich nicht. Säurefläschchen habe ich unten reingezogen. Benutzen wir vielleicht eventuell mal. Kann ruhig hier bleiben. Natürliche Rüstungsklasse kann verkauft werden. Der Donnerstein auch. Und dann haben wir hier schon wieder relativ Platz geschaffen. Relativ heißt, ich muss nochmal eben in Deacons Inventar gucken. Das wird da nochmal eben aufräumen und das hier verkaufen. Alles Mögliche. Ja. Das ist zu viel zu schleppen. Du sagst es. Das wird auch nochmal eben. Der Topaz kommt hier mit rein. Granat. So. Ist gar nicht so dreckig hier, aber ein Dolch lassen wir noch drinne. Einen schönen Abend. So, ich möchte gerne nochmal in die Waren gucken. Ja, das wird ein klein bisschen dauern hier eben.
Großer Schild plus 4 auch kommt weg und weg und die Rüstung kommt weg und das und das und das auch und das und das und was bist du? Ritterrüstung plus 4 können wir nicht benutzen und jetzt haben wir Geld. Ja, kaufen wir Tränke auf. Das ist ganz wichtig für mich. Ich möchte mindestens 2 Stacks haben. 2 10er Stacks für mich. Ich hätte gern einen 10er Stack für Deacon. Einfach damit er sich auch heilen kann. Und erst dann schaue ich. Ach, was mache ich denn da? Jetzt wird er das gleich wieder löschen. Nee, doch nicht. Ach, er merkt es sich diesmal. Gut. Und dann werde ich mich erst um alle anderen Sachen kümmern. Das heißt, jetzt noch 9. Deacon hat noch eins. 3, 4, 6, 7, 8, 9. Und jetzt haben wir tatsächlich noch Geld übrig. Dann überlege ich, noch eben Heilertaschen zu holen. Heilertasche plus 1 bringt uns nicht viel. Heilertasche plus 6 eher. Da investieren wir nochmal eben Geld, dass wir einen 10er Stack davon haben. Einfach um Deacon auch heilen zu können, wenn er es benötigen sollte. Und dann schauen wir nochmal, haben wir denn noch etwas anderes? Stofffarbe bringt uns nicht. Weisheit. Amulett der Gesundheit, Immunitätenkraft haben wir. Das heißt, Amulett haben wir ein neues. Energieschildring, Schutzring brauchen wir auch nicht. Haben wir noch etwas Rüstungstechnisches hier, was wir benötigen können. Gürtel des wegweisenden Lichts nicht. Was haben wir eigentlich? Beweglichkeit. Verbesserter Bonus, Geschicklichkeit und Befreiung. Och, den behalten wir doch auch. Eigentlich sind wir gut ausgestattet. Am Schienen allerhöchstens mal. Da haben wir Geschicklichkeit, aber vielleicht finden wir noch was anderes. Oder einen anderen Umhang. Befestigungsumhang ist wahrscheinlich wieder nur Rüstung. Verbesserte Rüstungswerte könnte uns natürlich auch schon helfen. Oder eben eine bessere Rüstung. Aber da würden wir hier, glaube ich, nichts finden. Nee, würden wir nicht. Dann lassen wir das. Sagen eben noch Deacon einmal schnell Hallo. Gepäcktechnisch. Und schmeißen ihm einmal die Tränke hier rüber. Und werden uns jetzt wieder in den Unterberg begeben. Den hier hebt Krobel sich auf. Ja, wir wollen runter. Wir wollen in diese Tiefen hinabsteigen. Und dann... dann gehen wir schnell zurück, da wo wir hingekommen sind, beziehungsweise... wir gehen jetzt einfach den anderen Weg und schauen noch nach, was uns hier noch alles erwartet. Denn es fehlen uns ja auch noch ein paar Stäbe für das Farbenrätsel, damit wir die zweite Ebene betreten können. Da wollen wir auch noch hin. Und ich möchte natürlich wissen, was mit den... oh, hier ist noch ein Streitkolben. Mit den anderen netten Kollegen passiert ist, die hier lang gelaufen sind. Da sind wieder Spuren. Das könnte von... wieso hängt das jetzt? Du Ärger, Bro. Das ist kein der Erbarmen. Okay, die machen wir mal eben platt. Okay, irgendwie gefällt mir das nicht, dass das jetzt alles hier hängt. Ich habe doch extra alles beendet. Der Plänkler. Das ist noch nicht das Ende. Oh, wieso sind wir jetzt blind? Da. Zauberbinder. Mach dich weg. Mach dich einfach mal weg. Geht doch. Die schwere Infanterie machen wir jetzt auch glatt. Cut. Enzorik wird uns dabei helfen. Ja, komm schon. Wenn der los ist, schneiden wir ihm den Bart ab. So, ja. Ich wollte nicht mit Deacon reden. Ich habe ihn erst jemand anders. Wenn der tot ist.
Ja, wir schneiden den toten Dunkelzwirn Rigoberta ab. Weil das macht Spaß und verärgert überhaupt nicht die Hinterbliebenen und so. Und ich möchte gerne, dass die Dunkelheit aufhört. Ach, wir sind aus der Dunkelheit raus. Ach, die können ja diese Kugel der Dunkelheit hervorrufen. Hier ist noch irgendwo ein Bogenschütze. Da ist noch einer da. Du bist auch noch erledigt. Und da ist die Kugel der Dunkelheit aufgehoben. Und wir können diesen Raum durchsuchen. Ein Helm, ein nicht identifizierter Helm. Vergrößerungsbrille. Sagen, Kunde und suchen. Was haben wir denn jetzt eigentlich? Du wirst verkauft, deswegen kommst du hier hin. Was haben wir denn jetzt? Schutzkapuze. Zauber der Geistesbeeinflussung und Befreiung. Ach, das heißt, wir brauchen das gar nicht auf dem Gürtel. Das ist gut. Wir gehen jetzt einfach in die Kisten, weil fallen können wir sowieso wieder nichts. Und ja, er greift es wieder an. Also anschlagen. Komm schon. Nein. Bald trotzdem die Kinn. Irgendwie. Wir haben es in Schatten von unten zieht. Haben wir es auch ohne wirklichen Dieb geschafft. Den haben wir schon. Beistand haben wir noch nicht. Und den Saphir. Den setzen wir uns auch einmal hier hin. So, was haben wir hier? Und ja, er macht es wieder. Aber die Truhe haben wir schnell geknackt. Verdammt schnell. Und wir haben hier ein Langschwert plus 3. Das wird verkauft. Fußangel, die wir verkaufen. Tränke. Unsichtbarkeit. Pulver. Und das und so. Und eine Rüstung. Und eine Lederrüstung plus 3, die uns nichts bringt, weil wir eine bessere haben. Da ist nur eine unverletzte Ratte. Das heißt, wir gehen hier raus. Schauen uns hier unten einmal um. Ich meine aber, hier unten war nur dieser Eingang zu dem Bereich, den wir schon kennengelernt haben. Ja, ich glaube schon. Ich bin mir gerade nicht sicher. Wir gucken erstmal hier rein. Und das ist die grimmige Statue. Die grimmige Statue klingt komisch. Klingt so komisch, dass wir einen Schnellspeicher machen. Ihr seid nicht mein Boss. Auch nicht mit euch reden. Ich weiß zwar nicht, mit wem du redest, aber alter blauer Drache. Und du bist rot. Rot gefällt mir gar nicht. Und diese Fallen haben ihn aufgeweckt. Ja. Endlich würde ich ja viel lieber sehen, was da draußen so vor sich. Ja, aber du möchtest dich nicht mit einem alten blauen Drachen anlegen. Glaub mir. Glaub mir, mein Freund. Der. Hier, so. Nö. Wir machen da lieber wieder unsere. Ich, greif von hinten an. Taktik. Verletzt. Heil dich, Deacon. Heil dich. Machst du das nicht, machen wir das eben einmal. Nee, wir müssen uns erstmal selber heilen. Nee, hier, einmal heilen bitte. Und wir sind niedergeworfen. Deacon, kannst du... Ach, Deacon fürchtet sich bestimmt gerade. Ja, und wieder niedergeworfen. Yay! Und ich glaube, das ist unser Ende. Und schon wieder niedergeworfen. Das ist... Niederwerfen. Und schon wieder getroffen. Gut, ja. Warum nicht? Wenn man einfach mal gar nichts machen kann, ist das natürlich auch scheiße. Das macht dann auch Spaß. Weil da kann man mal eben einfach auf Toilette gehen oder so nebenbei, weil man ist ja eh nicht in der Lage, irgendwas zu machen. Aber ich werde trotzdem mich nochmal mit ihm anlegen. Mal gucken... Was jetzt passiert? Besser, wenn wir Drachen schlafen lassen. Was meinen ihr, Boss? Ja, finde ich gut.
Aber wenn du jetzt dann mal bitte nicht in die Falle treten würdest. Und du hast es wieder getan. Yay. Mal gucken, ob wir schnell den Drachen erledigen können. Komm schon, komm schon. Ja, vielleicht so. Kritischer Treffer. Und Enzoic findet das auch nicht toll, dass wir uns hier mit dem Drachen betüteln. Auf jeden Fall macht er eine Menge Schaden. Und der Drache ist jetzt schon dem Tode nah. Wir hätten gleich das Schwert draußen lassen sollen. Also Enzoic macht schon echt guten Schaden. Jetzt sind wir zwar noch geheilt worden, sind aber niedergeworfen. Und wir haben ihn, ja, denn doch erledigt. Finde ich ja mal gar nicht so verkehrt. Also, wenn man so früh schon auf den Drachen trifft, also dann, das hat's echt in sich, dieses, ja, dieser Unterberg, dieses Gewölbe. Wir steigen erstmal eine Stufe auf. Ganz in Ruhe. Und wir legen noch einen Punkt auf Konstitution, einfach um Leben zu haben. Das muss sein, das brauchen wir. Und können wir noch in Überreden aufsteigen? Ne, diesmal nicht. Auf jeden Fall steigen wir in Sagenkunde auf und in Heilen. Das ist ganz wichtig für mich. Und dann nehmen wir noch in Lauschen ein und ja, wir nehmen noch ein Gefühl für Tiere ein. Und unser, ach, wir haben ja, ich hab das, wird, ihr werdet mich bestimmt dafür echt schelten jetzt gleich. Aber ich habe ja die ganze Zeit meinen Tiergefährten dabei. Was? Oh, ein Dorfschaffenschütze. Den habe ich ja noch nicht einmal hervorgerufen. Wir haben die ganze Zeit noch jemanden dabei, der uns im Kampf unterstützt. Oh, keine Falle. Das überrascht mich. Nun, auf jeden Fall, die ganze Zeit schon unseren Brownbären hier hervorrufen können. Das werden wir jetzt auch gleich tun. Jetzt wollen wir erstmal sehen, dass wir hier ausgeruht, uns ausruhen können, ohne dass hier jetzt ständig ein Elf auf uns, uns ein Elf die ganze Zeit überrascht. Ich möchte ausruhen. Ausruhen. So, nochmal. Können wir das jetzt? Nein, und schon wieder. Also das hier scheint eine echt unsichere Gegend zum Ausruhen zu sein. Gut. Ebenstein, Schnellspeicher. Waldläufer, Tiergefährte. Hallo, Bobby. Ich werde so eine Tiere eigentlich auch grundsätzlich immer Bobby nennen. Hat einfach bestimmte Gründe. Hallo. So. Falle ausgelöst. Ich wusste es. Ja, mach die Truhe wieder kaputt. Ja, du könntest sie ja auch knacken, aber nö. Überreste. Und hier ist eine ganze Menge drinne. Hier ist ja echt eine ganze Menge drinne. Also wir haben hier eine Rüstung, die ist nicht identifiziert, ist eine Brustplatte plus 3. Okay, Feueropal bringt uns nicht viel. Ein Schurkenstein. Schurkenstein finde ich toll. Was ist das hier? Halasters Vergrößerungsglas. Das Vergrößerungsglas ist warm und strahlend, ein Steinkommager, das verbessert die Sicht jedoch nicht und scheint auch nichts zu vergrößern. Auf den ersten Blick scheint es völlig wertlos. Nun gut, man kann damit immer noch Ameisen im Brand stecken. Ich glaube, sowas wird es auch tun. Deswegen werden wir das mal hier hinlegen. Und dann werden wir mal schauen, was passiert. Wenn wir das denn benutzen. Und wir sind belastet. Sturmrüstung. 3 plus 3 Schadensresistenz gegen Feuer und Schall. Finde ich gut. Bastardschwert nicht identifiziert. Ja, schließen zu. Und ein Rubin. Und Deacon, wo bist du? Da. Wir brauchen mal eben dein Gepäck. Du darfst das tragen. Du darfst das tragen. Du darfst das auch tragen. Du bist jetzt überlastet. Wir aber noch nicht.
Und das ist aber das Wichtige, dass wir nicht überlastet sind. So, so, so. Müssen wir schon fast wieder verkaufen. Ich will aber meine Schurkensteine wieder aufsparen. So, was haben wir denn hier noch? Knochen. Die werden wir auch nochmal begutachten. Da werden wir nochmal eben Schild und eine Streitaxt einsammeln. Und dann schauen wir doch hier unten noch einmal kurz rein. Aber ich meine, dass uns das nur wieder in den Süden führt. Und wir da schon waren. Ja, Süden. Hier war das, glaube ich, mit dem Labyrinth. Nee, hier ist was anderes. Oder war das der Orden? Oder was? Ach, das ist ein getobene Harpyren. Oder gehörte das Labyrinth mit dem Lord? Keine Ahnung. Eine böse Nymphe. Ja, du mich auch. Komm, geh weg. Damit ist, aufgrund unserer Befreiung können wir uns hier natürlich extrem gut bewegen. Da haben wir also nur eine Truhe. Bevor wir da rangehen, werden wir eben kurz wieder schnell speichern. Wie ich schon sagte, das ist etwas, was ich mir noch öfters angewöhnen werde wieder. Was einfach nur den Hintergrund hat, ich muss es mir wieder für... falsche Taste. Für ein anderes Projekt angewöhnen, wo der Schnellspeicher einfach wirklich definitiv mein bester Freund sein wird. Aber das habe ich ja soweit auch schon angekündigt. So, weißt du nicht mal, wie dein Name geht? Naja. Duergar, schwere Infanterie. Was haben wir denn da? Die drei Wächter. Komm schon, greif ihn an. Er ist unsichtbar, aber... das interessiert uns nicht. Ja, das mit dem Bart, der hat so einen Bart jetzt, also... nicht schon wieder. Da bist du. Ja. Zauberbinder. Geh weg. Du machst hier niemand mehr unsichtbar. Er hat auch so einen leichten Dialekt hier, der Angerick, wenn der spricht. Wenn der tot ist. Könnte ich auch tun. Aber wir lassen das mal. Verteilst du dich? Das geht ja mal gar nicht. Zögerst das alles nur heraus. Jetzt komm schon. Dein blödes Skelett, da kannst du dir auch sonst wohin stecken. Ja, zack. Und erledigt. Oh, Truhe auf hier. Grüner Stab, Bärenstärke, passt. Und Feuer, zack, Säure. Die Bärenstärke kann ich hier auch mal reinziehen. Was haben wir da? Rindenhaut noch und eiserner Magen brauche ich nicht. Heilung. Heilung ist, packen wir mal dahin und Rindenhaut dahin, weil Heilung ist so der Trank, wenn gar nichts mehr geht. Spuren. Die Spuren von Lino und Tommy stammen. Es kann nicht lange her sein, dass sie hier vorbeigekommen sind. Mhm. Also sind die hier auch irgendwo? Lino und Tommy, aber wo ist denn Kollege Dalen? Der Kollege Schnellschuh. Die Kinder glauben, dieser Gargoyle sei nicht zum Spaß da. Vielleicht noch ein Rätsel. Ja, wir probieren's. Da ist eine Leiche. Aha. Hier passiert nichts. Dann nochmal am Hebel gezogen. So, die drehen sich dann. Eine Skelettbombe. Wenn wir jetzt den drehen. Es passiert nichts. Drehen wir den nochmal. Okay, hier passiert auch nichts. Jetzt den nochmal. Den. Okay, noch eine Skelettbombe. Ach so. Irgendwie. Eins. Zwei. Und jetzt den.
Aha, irgendwie. Keine Ahnung. Ich check das hier auch irgendwie gerade nicht. Ach so, ich kann die jetzt drehen oder was? Aha. Okay, was hat das denn mit den Hebeln auf sich? Wenn ich die Skelette drehen kann. Da hat das was mit der Zeit zu tun. Okay. Der hat jetzt ein Schild? Irgendwie checke ich das jetzt gerade nur so halbwegs. Kann ich den jetzt sichern? Irgendwie scheint das so, okay. Der ist jetzt nicht zurückgegangen. Ich drehe einfach mal fröhlich weiter hier. Nein, du nicht. Die Statue. Jetzt drehen wir hier am Hebel. Und er ist weggedreht. Das ist irgendwie komisch. Aha. Jetzt du wieder? Aha, der Mechanismus scheint die Statue davon abzuhalten, sich zu drehen. Okay. Wieso? Irgendwie ist hier gerade. Nein, das kann ich nicht. Ja, das glaube ich. Ein verborgener Mechanismus scheint die hier abzuhalten. Okay. Aber ich kann doch nur die Bodenhebel betätigen. Kein Erbarmen. Okay. Ich bin ein bisschen überfragt. Aber nur ein ganz klein bisschen. Irgendwie scheint das tatsächlich irgendwie Mist gemacht. Gut, weiß auch nicht. Muss mich, glaube ich, nochmal schlau machen wieder. Auf in hier einschlagen. Und hier kommen ständig Bomben. Und, aber ich kann hier keinen mehr bewegen. Irgendwie geht hier gar nichts mehr. Ich schau nochmal. Nein. Okay, hier geht irgendwie gar nichts mehr. Ich, geh mal eben wieder. Des Bombenmachers Heiligtum, ja. Da wollte ich eigentlich hin. Ist hier irgendwas? Hm. Was, ups, was, der kann Zauber wirken? Nein, bin ich, da schon wieder eine Bombe. Ich glaube, ich bin ganz ehrlich, ich werde hier einmal pausieren, werde mich, über das Bombenmachers Heiligtum nochmal wieder schlau machen, wie das hier war. Also bringt mich das echt gerade nichts weiter. Und, dann an einem anderen Punkt, also nicht an einem anderen Punkt, zu einem anderen Zeitpunkt mich hier wieder dran machen. Bis dann. Gehabt euch wohl.